mein Gott, oh mein Gott. Hallo, meine lieben Freunde. Ich muss euch jetzt unbedingt mal was zeigen. Also Svenny-Bärchen, der hat ja gesagt, hey, Tai, guck da mal rein und so. Mega. Ich dachte, okay, mach ich mal. Und ich wollte euch das gerne einmal zeigen, was der junge Mann hier... Oh mein Gott. Ich bin... Zieht euch das mal rein hier. Zieht euch mal an die Straßen, ey. Das ist... Oh mein Gott. Ich geh erstmal außen rum. Ja, Schaller ist übrigens auch da. Da ist noch ein Eingang. Ach, du ahnst es nicht, Schaller. Ja. Du siehst es ja gerade nicht, ne? Oh, das ist noch ein Haus. Das ist noch ein Haus. Geh durch. Ich weiß nicht, ob es jetzt in Ordnung ist, wenn ich das jetzt einfach mal so zeige. Aber da er das ja eh öffentlich... ich mach auch schnell wieder zu. Oh mein Gott, Schaller, du machst ja gar kein Bild davon. Da er das eh öffentlich habe ich gedacht, dann ist ja auch groß. Oh mein Gott, ist das schön. Das sind einzelne Apartments, oder? Mit Balkon, leck mich doch am Sommerhut. Was? Oh mein Gott, und die Aussicht auf dieses riesen Hotel da drüben. Was ist das denn? Das ist so... Boah, ey. Oh, Schala. Ja. Wir sind so lächerlich. Ehrlich, ey. Der hat das... Für Besucher hat er da irgendwie keine Ahnung, was er da alles aufgebaut hat. Das ist ja der Knüller, ey. Oh mein Gott. Oh, ist das hübsch. Oh, Leute, komme ich hier auch wieder raus? Ja, sehr gut. Oh mein Gott. Was ist hier denn los, echt? Also, es ruckelt aber ein bisschen, das ist ein bisschen ungünstig. Aber ich denke mal, wir nehmen den Eingang von vorne. Gibt's denn nie? Oh mein Gott, Schalle, hier ist ein Säulen. Ich raste aus. Oh mein Gott. Weißt du, was ich komisch finde, Schalle? Meine Kopfhörer. Ja, meine Kopfhörer knacken schon wieder. Immer bei Creative Verse. Ich weiß nicht, was das ist. Hier sind Muscheln mit in der Wand. Oder auf der Wand? Oh, ist das hübsch. Ja, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Hier ist eine Rezeption, ey. Hier ist eine Rezeption. Ich dreh durch. Darf ich denn dahinter gehen? Darf ich mal gucken? Nur wenn du da arbeitest. Ich hab mich jetzt selbst eingestellt. Warte. Oh mein Gott, so mit Büchern und so. Ein richtiges Büro. Leck mich doch. Hammer, mega. Das ist so groß, ich weiß gar nicht, wo... Da geht's hoch, da geht's hoch. Wo soll ich denn jetzt zuerst gucken? Hier sind noch Türen. Okay, Prozessoren stehen hier auch rum. Für die Gäste. Mega, was ist das für eine kleine Idee? Hier ist so eine... Hier ist so eine Café-Lobby mit Lebensmitteln und... Oh mein Gott. Mit Büschen hier drin. So. Oh mein Gott, Schala, wir sind voll kacke, wir sind so schlecht, ey. Ey, hier sind die blauen Blumen im Haus. Hier ist noch ein Klaus ihm jetzt aber nicht. Das wäre ein bisschen fies. Bist du denn wahnsinnig? Ich würde hier niemals irgendwas anfassen. Ich gehe hier nur durch und gucke. Und wenn hier jemand was zerstören würde, ich würde richtig sauer sein. Also, sowas macht man nicht. Ich denke, das versteht sich auch von selbst. Macker, wie krass ist das hier bitte? Da geht's wieder runter. Aber ich werde jetzt nicht alle Türen schließen, ne? Ich laufe jetzt einfach nur noch durch. Hier bin ich jetzt im Kreis gelaufen. Anscheinend. Und jetzt knistert es wieder auf den Kopfhörern. Warum auch immer. Ah, hier sind die Zimmer. Zimmer 106, Zimmer 105. Okay. Er hat die Falltüren genommen als Schränke. Als Schranktüren. Geil. Und das ist cool. Das ist richtig gut, ey. Oh, das ist ein großes Zimmer mit einem Doppelbett für ein Ehepaar. Oh mein Gott. Ich muss jetzt erstmal hier einmal schnell spülen gehen. Ja, du hast Zeit. So. Ah, ja, spiegelverkehrt. Ein kleines Zimmer für eine Person. Dieses Haus da drüben, ne, das ist so mega, ich geh durch.
das müsste jetzt alles. Eigentlich hier ist nochmal ein kleines Zimmer. Also mal ganz ehrlich, Leute, ne? Ich meine, zieht euch das mal rein. Wie gut ist das denn? Falltüren als Schranktür, ich bin ruhig. Das ist so mega, mega schön. Boah, ich muss auch. Siehst du, hier hat er nämlich die Limestone hier Wall. Das ist, ich weiß, was er meinte jetzt. Ja, diese gelbe Blumen. Ich will das ganze Material haben. Oh mein Gott. Ja, müssen wir fahren. Ja, dann viel Spaß, aber ich lauf weg. Wie hoch, also das, die Räumlichkeiten sind jetzt alle eigentlich identisch, so. Jetzt ist meine Frage. Ich bin schon ziemlich weit oben. Geht's jetzt noch höher? Bis man die Treppe gefunden hat, ne? Ja, wo ist denn die Treppe jetzt? Was? Ach so, ach, höher geht's ja gar nicht. Ach so. Also, ich würde sagen, Freunde, ich check hier ein. Ne, höher geht's echt nicht. Also ganz ehrlich, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Das ist einfach unglaublich. Und weil es so schön ist, springe ich in den Tod. Oh! Mann, ich bin nicht tot, schade. Nein, aber ich habe die Abkürzung noch. Ich finde es wunderschön hier. Es ist unglaublich. Ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt ruckelt es. Was soll ich denn dazu sagen? Schade, du bist so doof und guckst nicht mit. Aber das ist ganz gut so. Ja. Vielleicht mache ich ja mal was, was dir dann gefällt. Mein Gott, Schala, ich raste aus. Woodroof. Oh mein Gott, allein der Fußboden, ey. Sag mal, wo hat er denn angefangen? Keine Ahnung, wo er angefangen hat. Hat er angefangen, die Wände zu ziehen? Also ganz ehrlich, man müsste dann erstmal. Was? Die Lampen haben Spinnweben. Wie cool. Also man müsste erstmal anfangen, die Wände zu ziehen und dann müsste man die austauschen. Das ist die zweifarbig. Und zwar mit Wood Wall und Limestone Wall. Es ist total schön hier. Alleine das hier, ne? Ich raste aus. Was ruckelt das? Hier, Straight Limestone Golem. Oh mein Gott, mit Stuck. So, weißt du was? Ich dreh durch. Bevor ich jetzt noch mehr weinen muss. Freunde. Guckt euch das an, ey. Ich geh jetzt. Was ist denn da ganz oben? Ach, ich kann da nicht rauf. Da ist noch irgendwie so ein Anbau oben. Ich weiß nicht. Also, Freunde, Hammer. Ich bin begeistert. Das schaffe ich eh nie mit Schala. Also, sowas schaffe ich eh nie. Aber wir werden uns Mühe geben, mal auch etwas Wunderschönes zu basteln. Und, so, lieber Freund, ganz große Klasse, großes Kino. Ich kann nur sagen, vielen Dank für deine Tipps. Das ist ziemlich mega. Vielen Dank für deine Tipps. Gib uns gerne weiter Tipps. Und ich bin gespannt. Hammer. So, danke, dass ich gucken durfte. Freunde, nehmt euch ein Beispiel.